Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eigengrau. Oh, ich habe gestern Sport gemacht, ich habe so einen Muskelkater und wenn ich jetzt so die Arme nach oben mache, das ist nicht so angenehm. Heute geht es aber nicht um negative Gefühle, sondern was für eine Überleitung hier. Ich habe heute ein Video für euch mitgebracht, was ursprünglich von Hank Green, glaube ich, kommt. Ich habe es aber bei Essie Button gesehen und das ist ein Video über die 15 Favorite Feelings, also die 15 Lieblingsgefühle, die man so hat. Und ja, darum geht's heute. Ich habe einfach mal so ein bisschen runtergeschrieben, was mir alles eingefallen ist. Und ich habe versucht, so Sachen zu nehmen, die irgendwie auch so ein bisschen spezieller sind, also so ein bisschen kleinteiliger. Und da ist jetzt keine besondere Reihenfolge drin. Ich habe das einfach mal so runtergeschrieben. Und das erste Gefühl, was mir eingefallen ist, was ich absolut liebe, ist, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und unter die Dusche gehe. Und wenn ich dann unter der Dusche stehe, das ist so richtig, dann fällt so alles von mir ab und es tut einfach gut, aus den blöden Klamotten raus zu sein und irgendwie unter der Dusche zu stehen und dann riecht alles so schön und das ist wirklich so ein bisschen so Mini-Spa für den Tag und dann irgendwie noch, ich weiß nicht, das Gesicht waschen und eine Spülung und ein Peeling und danach in die bequemen Klamotten und ja, das ist einfach so ein richtiges so, sehr schönes Gefühl. Mein wahrscheinlich Lieblingsgefühl ist, wenn ich meinen Freund sehe, wenn ich nach Hause komme. Oder er ist zum Beispiel zur Zeit weg, wenn ich dann sehe, er hat mir geschrieben oder wenn wir skypen oder so. Das ist jedes Mal, denke ich darüber so, ha! Und es geht mir gut und meine Sorgen sind vergessen und ich bin glücklich. Und ja, das ist auch jetzt noch immer so. Und je länger wir uns nicht sehen, wenn wir uns dann sehen, desto schöner ist es dann. Und ja, das ist einfach immer so ein total schönes Gefühl. Auf der anderen Seite ist es dann halt auch immer so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl, wenn ich nach Hause komme und ich weiß, er ist nicht da. Das ist immer so, ja. Aber wir wollen uns ja auf die positiven Sachen fokussieren und das ist auf jeden Fall eine positive Sache, wenn ich meinen Freund sehen kann. Genauso freue ich mich, wenn ich meine Familie sehen kann. Die sehe ich ja leider auch nicht so super oft. Aber wenn ich sie sehe, dann freue ich mich immer total und ich weiß nicht, das ist nochmal so ein bisschen so, man fühlt sich automatisch irgendwie wieder so behütet und so sicher und so. Alles wird gut irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, ich freue mich einfach immer total, wenn ich meine Familie sehe oder wenn ich mit denen telefoniere. Noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ich sie sehe. Aber auch telefonieren oder skypen ist immer total schön und dann fühle ich mich direkt wieder so geborgen. Ich bin totaler Tee-Fan. Mittlerweile trinke ich auch Kaffee sehr gerne. Aber es ist einfach so ein schönes Gefühl. Besonders finde ich am Wochenende, wenn ich aufstehe und das Erste, was ich mache, ist, ich gehe in die Küche, ich koche mir Wasser und ich mache meinen Tee. Und den dann zu trinken und das ist einfach so richtig so total was für die Seele. Einfach aufwachen und aber so relaxed aufwachen. Jetzt nicht so jemand bohrt mit der Bohrmaschine im Zimmer nebenan oder sowas, sondern so ein richtig schönes, das Leben ist schön Gefühl. Genauso geht es mir beim Frühstück, wenn ich dann meinen Tee getrunken habe und dann überlege ich mir, worauf habe ich Hunger. Also es ist jetzt besonders aufs Wochenende bezogen, weil ich mir da diese Zeit nehme. Und dann entweder gehe ich dann noch kurz einkaufen, wenn ich merke, mir fehlt irgendwie was, oder meistens habe ich es dann hier und mache mir dann mein Frühstück. Oder wenn wir zusammen frühstücken, mein Freund und ich, dann besorgen wir Brötchen und decken den Tisch so richtig groß und machen ein paar Kerzen an. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ich liebe das Frühstück. Ich finde, das ist die beste Mahlzeit des ganzen Tages. Und wenn ich dann da sitze und essen kann, dann geht es mir gut. Ich liebe Flugzeuge, ich liebe Flughäfen. Ich war da schon immer irgendwie ein riesen Fan von. Und ich mag einfach die Atmosphäre am Flughafen, so dieses, jeder geht woanders hin und jeder hat eine andere Geschichte. Und es gibt so alle Emotionen von Wut und gelangweilt und traurig bis zu totale Freude und Aufregung und Spannung und Lachen. Ja, ich weiß nicht, da ist so alles irgendwie. Und wenn man dann ins Flugzeug geht und dann gibt es einen bestimmten Moment, da, oh, ich liebe es. Wenn man im Flugzeug sitzt und dann rollt man ja so langsam vom Gate auf die Startbahn und manchmal steht man dann noch so in so einer Reihe, weil noch so ein paar Flieger vor einem sind und wenn man dann dran ist und dann rollt er so in Position und rollt so langsam an. Und dann gibt es diesen einen Moment, wenn sie so alle Motoren anmachen und so richtig so volle Pulle. Und es wird auf einmal total laut und man wird so in den Sitz gedrückt und man merkt so diese ganze Wucht des Flugzeugs,
wie das so losstartet. Und ich weiß, dass die meisten Leute dieses Gefühl irgendwie hassen, aber ich liebe dieses Gefühl so sehr. Ich freue mich da jedes Mal drauf, wenn ich im Flieger sitze. Und das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Also aus meiner Sicht, je weiter hinten man sitzt, desto mehr merkt man das. Und es kommt auch so ein bisschen auf die Größe des Flugzeugs an. Dann merkt man es mal mehr, mal weniger. Aber ich liebe das total, wenn ich da sitze und dann wird man so in den Sitz gedrückt und ich war, jetzt geht's los. Ich bin ein totaler Hundemensch, Hundemensch und ich liebe es, einfach Hunde zu sehen, wenn die da einfach so rumspringen und rumspielen, das ist schon toll. Ich liebe auch so Hundevideos. Ich habe letztens ein Hundevideo gesehen auf YouTube. Das war irgendwie Hunde, die ihre Besitzer nach langer Zeit wiedersehen. Da sind dann irgendwie Leute aus dem Urlaub gekommen oder so Soldaten irgendwie zurückgekommen oder so. Und oh, da muss ich so heulen. Ich finde das irgendwie so schön. Ich finde, Hunde sind so tolle Tiere. Und das Beste ist natürlich, wenn ich irgendwie einen streicheln darf oder so. Und dann, ja, Hunde sind toll. Früher war das öfter als jetzt, aber wenn man so richtig lachen muss und sich dann da so richtig reinsteigt und in so einem totalen Lachkrampf ist, dass einem die Tränen runterlaufen und man, kennt ihr das, man muss so lachen, es kommt gar kein Geräusch mehr raus, man ist nur noch so irgendwie und man hat danach totale Bauchschmerzen und Halsschmerzen und es tut einem alles weh und man will eigentlich nur noch, dass es aufhört, aber ich finde, das ist so ein schönes Gefühl, wenn man so richtig loslachen kann und wenn man so alle Hemmungen verliert und irgendwie so total in diesem Lachkrampf drin ist und die Gesichtszüge entgleiten. Ich mag es total, wenn Sachen mich so in eine andere Welt transportieren können. Das können Bücher sein, das kann Musik sein, das können Filme sein. Besonders gut funktioniert das bei mir immer, wenn ich irgendwie in einem Musical oder so bin und dann so alles um mich herum vergessen kann. Bei Filmen ist es eher, wenn ich im Kino bin, weil da habe ich auch das Gefühl, man taucht so in eine andere Welt ein und man ist so woanders mit den Gedanken. Man kann sein eigenes Leben für ein paar Minuten vergessen und ist da in so einer total faszinierenden anderen Welt drin. Ich liebe das so sehr. Und ja, irgendwie ist alles so spannend und aufregend und dann kommt man sich wieder vor wie so ein Kind, finde ich irgendwie. Ja, das war es eigentlich auch schon zu dem Punkt. Zurzeit ist es ja sehr sonnig draußen, sehr warm. Und dann gibt es hin und wieder so Tage, wo es dann auf einmal total dunkel ist. Man macht morgens so die Rollern hoch und es ist total duster und so ein bisschen bedrückend und es regnet. Und also besonders die ersten Tage im Jahr, wenn das passiert, so zum Herbst hin. Ich liebe das. Bei mir ist es genau andersrum als bei anderen Leuten. Ich habe ja schon ein Video drüber gemacht. Wenn ich morgens aus dem Fenster gucke und die Sonne scheint, dann ist halt so gut. Aber wenn es dann so richtig dunkel ist und es regnet und es ist so, man hat das Gefühl, es wird gar nicht richtig hell. Besonders diese ersten Tage, wo das passiert. Oh, ich liebe dieses Gefühl. Das ist bei mir dann sofort so, ich habe das Gefühl, so die ganze Energie fließt durch mich durch und ich will Sachen machen und ich bin total glücklich und ja, ich bin immer total aufgeregt, wenn dieses Herbstwetter endlich losgeht. Ich muss mal hier kurz meine Haare ein bisschen woanders hin friemeln, die gehen mir nämlich tierisch auf den Keks, aber ich fange schon mal an, über meinen nächsten Punkt zu reden. Und zwar ist das ein sehr konkreter Punkt. Ach Mist. mein Freund, der ist ja in Sambia aufgewachsen, das hatte ich glaube ich schon mal in ein paar Videos erzählt. Und ich war jetzt auch schon zweimal mit da und dann waren wir halt auch immer über einen längeren Zeitraum da und sind dann immer ins Fitnessstudio da auch gegangen. Und da es halt so Urlaub war und wir hatten viel Zeit, ist es schon immer so gewesen, wir sind direkt nach dem Frühstück dahin. Das war auch immer eine längere Fahrt bis dahin. Und dann waren wir bestimmt 3 oder 4 Stunden in diesem Fitnessstudio. Und das war halt immer so, die hatten da auch so eine Couch und da liefen so ein paar Katzen rum. Und es gab ein Schwimmbad und es gab so eine Art, nicht so eine Sauna, sondern halt so einen Dampfraum oder so. Und man konnte sich da wirklich sehr lange aufhalten und Sport machen und schwimmen gehen oder mal eine kurze Pause machen und dann eine zweite Runde. Die hatten da Personal Trainer, die da die ganze Zeit rumliefen. Man konnte sich aussuchen, mache ich jetzt alleine was oder mit denen. Und dann waren wir meistens so bis mittags da und dann konnte man da auch super duschen. Die hatten ganz tolle Umkleidekabinen. Und danach sind wir dann immer ins Auto gegangen. Mein Freund ist gefahren und es war dann halt so, es hat schon die Sonne geschienen, aber es waren so vielleicht 24 Grad. Und wir haben dann die Musik im Auto richtig laut aufgedreht und sind dann zum Mittagessen gefahren. Wir sind dann immer irgendwo hin und haben uns dann da draußen hingesetzt und so. Diese 20 Minuten, dieses im Auto sitzen, nachdem man sich dann den halben Tag schon verausgabt hatte und man war frisch geduscht und die Luft war gut und die Musik war gut und dann, wo auch immer wir dann hingefahren sind, sich da draußen hinzusetzen. Wir sind öfters zu so einem Laden gefahren,
Das war so, da konnte man ganz viel so diese afrikanischen Kunstsachen, sag ich mal, diese Statuen und so kaufen. Und draußen konnte man sich hinsetzen und was essen, was trinken. Und da liefen dann so ein paar Ponys immer rum. Und das war immer so, so schön, dieses Gefühl, irgendwie, man ist fertig mit seinem Workout und man kann jetzt das da alles genießen und man ist frisch geduscht und ja, es war immer sehr schön. Ich mag es sehr, wenn man sich irgendwie Projekte vornimmt oder so und die dann schafft zu erreichen. Und wenn man da so viel Zeit und Arbeit reingesteckt hat und dann am Ende wird es was. Das ist bei mir jetzt zum Teil auf die Arbeit bezogen, aber besonders eigentlich so privat, sag ich mal. Das können kleine Sachen sein. Zum Beispiel denke ich mir dann, okay, heute räume ich meinen Kleiderschrank aus oder ich sortiere durch meine Klamotten durch. Und wenn ich das dann geschafft habe und am Ende des Tages fertig bin, dann ist es so, irgendwie so ein chilliges Gefühl. Und wenn man das alles dann auch im Team machen kann und wenn man wirklich als Team so ein Ziel vor Augen hat und das erreicht, das ist auch immer so ein total tolles Gefühl am Ende. Das war besonders bei mir immer in der Theater-AG, in der Schule, wenn man dann irgendwie ein Jahr lang sich da jede Woche getroffen hat und am Ende dann so richtig intensiv und dann hat man da seine Premiere, seine Vorstellungen und dann hat alles geklappt oder Sachen haben auch nicht geklappt, aber es war okay und es war witzig und danach dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses wir haben es geschafft und ach, das ist ein tolles. So, zwei Sachen habe ich noch, dann habe ich das geschafft. Das eine ist, ich mag es, Pläne zu haben und Pläne zu machen und ich weiß nicht, sich so ein Ziel zu setzen vielleicht und dann so jetzt nicht unbedingt darauf hinarbeiten, sondern sich zu überlegen, okay, wie mache ich das und einfach so Sachen planen. Also zum Beispiel habe ich mitgeholfen, unseren Abiball zu planen. Und das hat mir total Spaß gemacht, mir so zu überlegen, was könnten wir machen. Und einfach so kreativ zu sein. Und dann, dass Sachen dann so, dass so aus dem Nichts eine Idee wird, die dann zur Realität wird. Und ach, das ist toll. Und als letztes habe ich Weihnachten. Weil Weihnachten ist für mich eher so ein Gefühl. Es ist jetzt nicht so 24. abends, Essen, Bescherung, das ist es, sondern Weihnachten ist für mich diese ganze Zeit. Das beginnt schon so Ende November, wenn man dann, ich weiß nicht, so die Stimmung wird einfach anders. Es läuft andere Musik, die Leute fangen alle an, ihre Sachen, ihre Häuser zu schmücken und irgendwie man trifft sich mit Leuten und jeder ist so ein bisschen mehr, man macht einfach mehr so mit der Familie und mit Leuten, die einem wichtig sind und man macht sich viele Gedanken über die Leute in seinem Leben und ich finde, das ist einfach so eine schöne, warme Zeit und für mich ist das wirklich mit so einem Gefühl verbunden. Also Weihnachten ist für mich eher ein Gefühl, als dass es jetzt ein Event oder sowas ist und das ist einfach meine totale Lieblingszeit im Jahr. Das fängt schon an bei diesen ersten Herbsttagen, wie gerade schon gesagt und dann geht das in die Weihnachtszeit über und es gibt nichts Schöneres für mich und ich freue mich so, dass bald schon September ist und dann ist Oktober und dann geht's los. So, das war's. Das waren meine 15 Favorite Feelings, also die mir jetzt so eingefallen sind. Es gibt wahrscheinlich noch Zehntausende mehr, aber das sind die ersten 15, die mir eingefallen sind, deswegen habe ich gedacht, die nehme ich jetzt. Ich glaube, es ist kein Tag. Ich bin mir nicht sicher. Falls es einer ist, dann macht ihn gerne mit, falls ihr Lust darauf habt. Oder falls ihr keine Lust habt, ein Video zu machen, schreibt mir mal unten eure 15 Favorite Feelings hin oder vielleicht auch nur 5, je nachdem, wie viele ihr so Lust habt, hinzuschreiben. Ja, und ich bin jetzt voll aufgekratzt, weil ich jetzt über 15 Sachen gesprochen habe, die mich glücklich machen und jetzt... Okay, ihr Lieben, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!